So, I think we have everything. Das war unser Hotel für die letzte Nacht. Und damit willkommen zu diesem Video. Alle bereit? Auf nach Hause. Dann, meine Damen und Herren, willkommen zu diesem fünften und letzten Tag Bier vorne Turm bei dem schönen Wetter. Hoffentlich bleibt es so, aber der Wetterbericht sagt bei der Homefahrt etwas anderes. Ab Österreich, wir haben jetzt gerade in Slowenien losgefahren. Und in dem Video werde ich mal ein kleines Fazit einfach mal machen, was halt einfach gut und schlecht war. Aber jetzt fahren wir erst einmal ein Stück geil. Kleine Nebeninfo, wir fahren über Klagenfurt, ich glaube Nockalmstraße fahren wir dann wieder home. Fahrzeit ungefähr zwischen 5 und 7 Stunden maximal. Genau, Fazit zu den 5 Tagen, wo wir erst in Italien waren und dann nach Slowenien umgehauen und jetzt von Slowenien heimfahren. Dachte ich sagen, fangen wir mal mit dem Wetter an, dann Kleidung und zum Schluss Motorrad. Genau, zum Wetter, der erste Tag war schön, jetzt ist schön, am letzten Tag war das sogar wieder ein bisschen schlechter, aber ja, was möchtest du machen? Am 2., 3. und 4. Tag überwiegend nur Pisswetter, auf Nacht ist ein bisschen schöner geworden, ab und zu einmal. Oh, Grenze Österreich. Ja, willkommen in Österreich, erst einmal mit der Grenzkontrolle begrüßt worden, auch nicht schlecht. Nächster Punkt, Gewand, Bekleidung. Ich habe mir Anfang des Jahres mein neues Gewand gekauft, was ich jetzt halt auch habe. Der Vorteil an dem ist halt, dass das wasserdicht ist, ohne dass du irgendwas drüber ziehst oder drunter anziehen musst. Dann machst du halt einfach die Reißverschlüsse zu und dann ist es dicht. Das habe ich die Tage ausführlich einmal testen können. Und da muss ich ehrlich sagen, Nässe habe ich von außen kein Problem gehabt. Von innen vielleicht ein bisschen klamm geworden, ein bisschen angefeuchtet. Aber das kann vielleicht auch von der Umgebungsfeuchtigkeit sein, dass das von unten irgendwo eingezogen worden ist. Das weiß ich nicht. Vielleicht hätte es nur eine lange Unterhosen da oder vielleicht nur dickeres, langärmliches Hemd drunter. Weil die Kälte, die merkst tatsächlich schon ein bisschen. Nässe kein Problem, Kälte da vielleicht schon eher, wo ich sage, was drunter ziehen, ja, aber extra was für die Nässe, nicht unbedingt. Die Schuhe habe ich mir auch eingekauft, eben für solche Trips, dass ich da wassermassig eigentlich relativ safe bin. Die haben auch wasserdicht, die haben auch super schön warm gehalten. Dann Helm habe ich mir tatsächlich auch eingekauft, weil das Gewand, was ich vorher gehabt habe, das war schon 5, 6, 7 Jahre alt, ungefähr alles komplett. Habe ich mir gedacht, gut, dann nimmst du mal Geld in die Hand, durch die Ohren mal neu einkleiden. Gleich was Gescheites, irgendwie Carbonhelm, der ist ein bisschen leichter. Da muss ich ehrlich sagen, von dem ganzen Trip, was wir da gefahren haben, das einzigste Manko, was ich gehabt habe, das waren halt die Handschuhe. Das war halt der Knackpunkt, Handschuhe und Helm. Weil die Handschuhe, die haben die wasserdicht, wenn da das Wasser, wenn die nass haben und mit der Fahrtwind und du bist in die Berge irgendwo oben, bei, wo sind die, 3, 4, 5 Grad irgendwie, also vielleicht war es nicht so kalt, vielleicht hat 10 Grad, aber die Kälte und den Fahrtwind mit den nassen Handschuhen, mit den nassen Händen, das merkst du jetzt schon brutal, aber im Großen und Ganzen war in Ordnung, aber da haben wasserdichte Handschuhe, gescheite wasserdichte Handschuhe, haben da nicht schlecht, wenn man welche hat. Helm ist vielleicht auch noch ein Knackpunkt und ich habe ja meinen Crosshelm, sag ich mal, mit Brille und da merkt man halt, wenn es einmal feucht ist oder wenn die Brille einmal nass ist, dann beschlägt die von innen und du siehst quasi nichts, dann musst du das Brillenglas irgendwie absetzen und auf das Kinn kostet es auch nicht durch, weil du ja dann in die Brille mit einatmest und dann beschlägt die auch und der ist halt voll Katastrophe. Also Helm, Brille irgendwie auch mit bis hier beim nächsten Mal auf alle Fälle zu empfehlen. Also Fazit für mich in Sachen Bekleidung, als nächstes Mal wasserdichte Handschuhe und einen Helm, einen Tourenhelm mit Visier. Da hast du halt einfach mehr Komfort, was da halt die ganze Reise ein bisschen erleichtert. Genau, letzter Punkt, was ich für dieses Video habe, Motorrad. Meine 690 für die Offroad-Passagen, perfekt, kein Problem, kann ich mich spielen, die ist leicht, Handling. Also ich persönlich, ich habe überhaupt kein Problem gehabt, hat mir richtig gut gefallen. Das war halt der Vorteil von dem Motorrad. Der Nachteil ist halt, an der erstens die Reichweite ab 190 Kilometer ist bei mir als Reservelampe angegangen. Und wenn da keine Tankstelle in der Nähe ist, dann hast du den Hand geschissen. Es ist halt einfach so. Und da kommen halt dann auch so die kleinen Kriterien von der 690er durch, wo man sich vielleicht doch überlegen kann, hä,
irgendwie ein neues Motorrad mit mehr Reichweite, Vorzylinder, was ja ein bisschen gemütlicher fährt. Aber da musst du halt im Gelände wieder ein bisschen Abstriche machen, wo man halt vielleicht nicht so heizen kann, wo du ein bisschen langsamer fahren musst oder fahren kannst oder gemütlich halt fährst, je nachdem, was du halt kannst, deine Skills, was halt natürlich auch überhaupt kein Problem ist. Da war ja auch tatsächlich am Überlegen, nächstes Jahr vielleicht ein neues Motorrad zum Heulen. Aber ist halt auf Langstrecke, ist halt so, wo es so ein bisschen in die Knie geht, da musst du halt ein bisschen gemütlicher da. Aber es ist alles möglich, fährst du gemütlich dahin, machst du keinen Stress, ist alles halb so wild. Es sind halt nur so die kleinen Details, was das halt ausmachen. Und ansonsten habe ich tatsächlich diesem Video nichts mehr hinzuzufügen. Wenn man das nach einer Punktebewertung geben müsste, würde ich sagen, von 1 bis 10 Wetter, ja, 4 von 10. Bekleidung 7,5 von 10. Das wäre so meine Bewertung. Perfekt war es nicht, war aber schon gut. Passt schon. Ja, Motorrad möchte ich gar keine Bewertung abgeben, weil es gibt kein schlechtes Motorrad. Christi. Gesamtbewertung würde ich sagen, mit allem drum und dran, mit dem, was wir gefahren haben, mit dem, was wir gesehen haben, 7 von 10. Ich habe kurz überlegen müssen, aber 7 von 10. Ich sage mal, landschaftlich geil, Wetter hätte vielleicht einen Monat schwader vielleicht auch fahren können. Nur Kleinigkeiten als Scam gehabt, aber im Großen und Ganzen Bewertung gut. Wir haben jetzt noch ein paar Stunden zum Fahren. Und bevor das Video vorbei ist, möchte ich am Chris und am Lukas schon mal ein recht herzliches Vergeltsgott sagen, dass sie mir erstens geholfen haben, zweitens der Chris ein bisschen der Packesel war. Dass die Routenplanung, dass die so aufteilt worden ist zwischen Chris und Lukas, war echt cool. Auch mit den Strecken her, auch mit dem, was wir alles gesehen haben, war sehr cool, dass das alles so reibungslos abgelaufen ist. War schon richtig super, hat mir sehr, sehr gefallen. Gerne wieder, gerne öfters, aber Geld, Urlaub, immer so eine Sache. Und mit den Schlussworten, das ist Song. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und mit der Aussicht sage ich bis zum nächsten Video.